Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute zum Pressegespräch sind, zu unserem, so kann man ja auch sagen, das erste Arbeitsmarktforum, was wir veranstalten. Ich darf ganz herzlich vorstellen den Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe. Guten Morgen, meine Herren und Damen. Den weitesten Weg aus Kiel hat heute schon ganz früh Margit Haupt-Kuppmann, das ist die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Und dann darf ich auch noch herzlich, sagen wir so schön, die Sozialpartner begrüßen von der Vereinigung der Unternehmensverbände. Jens Matschens ist der Geschäftsführer dort für Wirtschaft und Arbeit. Und den stellvertretenden Vorsitzenden der DGB, des DGBs Nord, Ingo Schlüter, auch herzlich willkommen zum Pressegespräch. Kurz im Ablauf, Sie werden Statements hören, was heute hier passiert auf der Konferenz. Ein Maßnahmenpaket werden wir Ihnen so ein bisschen vorstellen. Danach machen wir, wie es typisch ist, eine Fragerunde natürlich. Und wenn danach der Wunsch und der Bedarf noch da ist, machen wir danach dann die Einzelinterviews, O-Töne. NDR1-HDMV hat schon sich angekündigt, wir wollen gerne auch noch O-Töne ziehen. Fangen wir an. Das Wort hat zunächst der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe. Bitte schön. Ja, einen herzlichen guten Morgen. Ich denke, es ist wichtig, dass das Arbeitsmarktforum dann auch die Weichen stellt für die Entwicklung der nächsten Jahre in Mecklenburg-Vorpommern, also speziell natürlich auch in der Region Vorpommern und Ostmecklenburg. Wir haben ja mittlerweile das höchste Bruttoinlandsprodukt, das je erzielt worden ist, zu verkünden. Das sind fast 42 Milliarden Euro im Jahre 2016 gewesen. Das ist eine Verdreifachung der Leistungen seit der Wende. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen. Wir haben zurzeit eine Arbeitslosenzahl von 8,0%. Und immerhin haben wir es deutlich geschafft, unter 70.000 Arbeitslose zu kommen. Mittlerweile 65.900. Ich will daran erinnern, dass ich im Jahre 2011, als ich Wirtschaftsminister wurde, vorausgesagt habe, dass wir im Jahre 2017 70.000 Arbeitslose schaffen würden. Sie sehen, meine Vision, die damals belächelt worden ist, ist eingetreten. Also von daher mal Lob an mich selbst. Aber natürlich gilt der Dank vor allen Dingen der Wirtschaft, aber auch den Sozialpartnern. Also das ist ja wichtig, denn die Arbeitgeber schaffen die Arbeitsplätze, die Politik schafft die Rahmenbedingungen. Und ich freue mich auch heute, dass Ingo Schlüter hier ist, der sozusagen die Seite der Gewerkschaft nochmal vertritt. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er beleidigt uns oftmals kritisch und andererseits ist er aber trotzdem so aufgestellt, dass er mit den Arbeitgebern, denke ich, am Ende immer gute Kompromisse schließt, um am Ende den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern voranzubringen. Wir haben mittlerweile von 2010 bis 2016 immerhin 25.600 neue Arbeitsplätze im Land schaffen können und insgesamt sind fast 30.000 Arbeitslose weniger in dieser Zeit zu registrieren. Wir haben die höchste sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, das sind immerhin 561.400 zurzeit und damit glaube ich, können wir sagen, was hat sich in besonderer Weise an Arbeitsplätzen entwickelt in den letzten Jahren? Das ist natürlich der Dienstleistungsbereich, hier der Tourismus, die Gesundheitswirtschaft und das produzierende Gewerbe. Das sind Dinge, die, denke ich, kann man heute auch mal laut sagen. Die niedrigste Arbeitslosenquote ist im Landkreis Ludwigslust mit 5,7% zu verzeichnen. Die höchste im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 10%. Rügen, Vorpommern-Rügen hat 8,4%. Und Vorpommern-Greizsee hat 9,4%. Also Stand jetzt. Stand jetzt. Ja, also Monat zurück. Ne? Das, denke ich, sind Zahlen, die man vor Jahren uns überhaupt im Land nicht zugetraut hat. Das zeigt, dass die Stimmung in der Wirtschaft gut ist, dass eingestellt worden ist und dass wir auch durch Erweiterung von Unternehmen und Neuansiedlung von Unternehmen registrieren konnten, dass hier doch eine deutliche Belebung auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden hat. Und auch in Vorpommern, will ich mal erinnern an die Investitionen von Schaeffler Farm, 340 Millionen Euro, das ist ja die Braungruppe, also die in besonderer Weise im Bereich der Pharmazie unterwegs ist. Wir haben auch eine Innovation, die demnächst an den Markt geht. Das ist Continentale in Anklam. Und wir haben auch im Bereich Arbeitgeber, alleine Universitätsmedizin, 4.500 Beschäftigte. Mal so, dass man oftmals nicht sieht.
Bei den Touristenzahlen ist Vorpommern deutlich, deutlich vorangekommen. Wir haben alleine 30,3 Millionen Übernachtungen landesweit und 7,7 Millionen Gäste. Das sind Zahlen, denke ich, die man heute auch nennen kann. Wir wollen natürlich ein weiteres Ziel angehen. Wir müssen uns dahin orientieren, dass die Langzeitarbeitslosenzahlen niedriger werden. Wir haben jetzt zurzeit einen Abbau, aber insgesamt, wenn man jetzt das Verhältnis setzt, zwischen den Arbeitslosen allgemein und den Langzeitarbeitslosen ist es immer noch etwa ein Drittel. Das wird eine Geschichte sein, die wir uns in den nächsten Jahren vornehmen müssen. Und es geht auch darum, Alleinerziehenden eine Chance, einen Zugang zum Arbeitsmarkt dann auch insgesamt zu öffnen. Meine Damen und Herren, die Frage der Fachkräftesicherung wird eine entscheidende sein. Wie kriegen wir Fachkräfte insgesamt hier in Mecklenburg-Vorpommern gebunden? Wie kriegen sie qualifiziert und fortgebildet? Und andererseits ist natürlich der Ausbildungsmarkt eine entscheidende Größe. Wir haben zurzeit 4.909 unbesetzte Ausbildungsplätze. Dem stehen gegenüber 3.448 Bewerber. Das heißt, wir können also jedem ein Angebot machen. In besonderer Weise haben wir natürlich Schwierigkeiten im Bereich Koch-, Hotel- und Gastronomiebereich. Man kann das auch in den Regionen jetzt mittlerweile feststellen. Wenn man auf Rügen oder Usedom ist oder auch in anderen auf dem Fischland, sind oftmals Bereiche gesperrt, weil zu wenig Arbeitskräfte vorhanden sind. Und auch die Terrassen sind teilweise gesperrt, weil man die Gäste nicht überall mit Fachpersonal versorgen kann. Das ist eine Aufgabe, die in besonderer Weise dann auch dafür sorgt, dass eine gewisse Gastronomie eben nicht zu allen und zu jeder Zeit mehr alle Angebote ausgelastet werden können. Wir haben vor, in den Regionen, vor allen Dingen in den vier Regionalbeiräte, das sind die in Westmecklenburg, in Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und in Vorpommern, die wollen wir stärken. Wir setzen alleine für diesen Bereich insgesamt 7,6 Millionen Euro ein. Davon werden 3,6 Millionen für die Regionalbeiräte für die nächsten 3 Jahre bereitgestellt und jede Region erhält etwa 300.000 pro Jahr zusätzlich. Wir wollen damit natürlich die regionale Stärke weiter analysieren und wir wollen dieses Geld dafür nutzen, dass vor Ort die Entscheidungen treffen, in welche Richtung sich die Arbeitsmarktetablierungen in den Regionen dann auszeichnen sollen. Und es geht eben darum, einerseits Strukturentwicklungsmaßnahmen und Integrationsprojekte zu entwickeln, um die Regionen dann auch spezifisch dann zu begleiten. Das sind zwei Ansätze, die wichtig sind, denn wir müssen auch feststellen, dass Flüchtlinge mittlerweile mehr auf den Arbeitsmarkt drängen und dafür müssen eben auch Angebote geschaffen werden. Für diesen Bereich sind etwa 4 Millionen Euro vorgesehen. Meine Damen und Herren, natürlich geht es darum, einerseits Projekte zu entwickeln und damit eine regionale Kooperation, eine Mobilisierung und die Stärkung der regionalen Wachstumspotenziale voranzutreiben. Wir wollen auch das Regionalmarketing weiter damit stärken und natürlich die Verbesserung der Fachkräfteversorgung insgesamt sicherer machen. Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik sind ja jetzt im Wirtschaftsministerium unter einem Dach. Und ich denke, dass wir in dieser Frage auch dafür sorgen können, dass Aktionsprogramme und vor allen Dingen für die Regionen wichtig Existenzgründerförderungen in strukturschwachen Regionen. Ich grüße die Ostsee-Zeitung. Danke. Dass wir die Möglichkeit haben, die Existenzgründerpotenziale weiter zu heben und damit eine erhöhte Wertschöpfung in den Regionen sicherstellen wollen. Wir wollen auch dafür sorgen, dass regional spezifisch in strukturschwachen Regionen höhere
Fördermöglichkeiten bestehen. Wir wollen in diesem Bereich bis zu 80% mindestens fördern. Und dazu zählen wir die regionalspezifischen Arbeitsmarktansätze, vor allen Dingen, sagen wir mal, als Beispiel Friedland oder Pasewalk oder Goldberg. Die sollten höher gefördert werden als zum Beispiel in der Hansestadt Rostock oder in Wismar. Gemeinsam mit den Jobcentern werden wir in diesem Sommer 2 zielgruppenbezogene Förderungen auf den Weg bringen. Das sind einmal 22 Joblotsen und die sollen für eine schnelle und passgenaue Einmündung in neue Arbeitsverhältnisse sorgen und andererseits auch dafür sorgen, dass die Vermittlung zwischen Flüchtlingen, die Deutschkurse bekommen, und der Wirtschaft auf den Weg bringen und damit eine oftmals Grenzen, die man sonst nicht überschreiten kann, die sollen dafür sorgen, dass die Vermittlung zwischen den Erwartungen des Arbeitsmarktes, zwischen den Unternehmen und auch der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages dafür sorgen, dass wir diese Leute, diese jungen Leute dann auch in Arbeit bekommen und dass sie einerseits Deutsch am Arbeitsplatz lernen und andererseits eben auch den Arbeitsmarkt stärken. Wir wollen damit also die Integration von Geflüchteten weiter aufgreifen und auch die Forderungen, die aus der Wirtschaft kommen, damit auch unterstützen. Wir haben weiterhin vor, Regionalkoordinatoren, 4 einzustellen und ein Koordinator wird im Wirtschaftsministerium sitzen. Meine Damen und Herren, ich bin besondererweise der Frau Hauptkuppmann dankbar, dass wir in nächster Zeit Lkw-Führerscheine für Berufskraftfahrer entwickeln wollen. Das sollen 400 Arbeitslose angesprochen werden, um im Bereich der Logistikwirtschaft dann eben als Berufskraftfahrer eingesetzt werden zu können. Diese Gespräche haben wir auch mit der Logistikwirtschaft schon vertieft. Und von daher glauben wir, dass es ein Ansatz ist. Das gilt für Langzeitarbeitslose genauso wie für Flüchtlinge, die dafür geeignet sind. Von daher denke ich, ist das ein guter Ansatz. Was wir noch vorhaben, ist das Thema Bürgerarbeit. Langzeitarbeitslosen eine Chance geben, dass sie wieder in Arbeit kommen. Wir wollen anfangen mit 200 Arbeitsplätzen noch in diesem Jahr. Es soll ab August, September soll der Startschuss gegeben werden dazu. Und wir werden im Jahre 2017 weitere 500 Stellen folgen lassen, sodass also auch in diesem Bereich, denke ich, Bewegung reingekommen ist. Natürlich bleibt die Zielrichtung erster Arbeitsmarkt, aber wir müssen auch konstatieren, dass Langzeitarbeitslose in gewisser Weise auch Hilfe brauchen. Das Neue an dieser Geschichte ist, dass wir dafür sorgen, dass einerseits Kommunen Anträge stellen können, andererseits auch gemeinnützige Träger und drittens gewerbliche Unternehmen. Ziel muss es sein, dass wir eine deutlich höhere Nachbeschäftigung haben. Dieses Programm läuft 2 Jahre und nach dem 3. Jahr soll dann eine Festeinstellung bei den jeweiligen Kommunen oder Trägern oder in der Wirtschaft erfolgen. Wir fangen an mit einer Förderung von etwa 1.380 Euro. Für die Kommunen gilt natürlich Tariftreue. Da müsste dann die Eigenanteile der Kommunen sich erhöhen, um also den Arbeitsmarkt auch nicht in Schieflage zu bringen. Meine Damen und Herren, eine weitere Geschichte, die wir auf den Weg bringen, ist die Qualifizierungsoffensive für die Wirtschaft. Da geht es darum, das verarbeitende Gewerbe, das Handwerk, aber eben auch den Maschinenbau, sprich den Schiffbau zu stärken. Denn wir müssen damit rechnen, dass die neuen Herausforderungen, die auf den 3 Werften in Mecklenburg-Vorpommern in besonderer Weise in nächster Zeit anstehen, das ist also hier in Stralsund der Bau der Endeavour Class, das sind die Luxusschiffe für das Nordmeer. Da ist das Verhältnis 100 Passagiere mit 100 Besatzungsmitgliedern 1:1. Das sind hochwertige Schiffe und die sollen eigentlich schon am Ende dieses Jahres soll da losgelegt werden. Und andererseits muss natürlich die Zulieferung für die Global-Class-Schiffe
die in Wismar entmontiert werden, soll hier auch eine Einheit in Stralsund gebaut werden. Und für diese Herausforderungen brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte. Wir haben das mit dem Handwerk, mit dem Maschinenbau abgesprochen und werden also dort neue Angebote geben, um die Fortbildung und Qualifizierung von Fachkräften auf neue und ich denke erfolgreiche Füße zu stellen. Das Prinzip des Bildungschecks, das bleibt erhalten, wird also weitergeführt und es geht dabei ja um die Förderung von branchenübergreifenden, branchenspezifischen Weiterbildungen. Wir haben auch vor, gerade für Ingenieure, die an der Fachhochschule oder an den Universitäten fertig geworden sind als Studenten, dass sie in den ersten beiden Jahren durch Unternehmen eingestellt werden können. Da haben wir vor, im ersten Jahr mit 30.000 Euro zu fördern, im zweiten Jahr mit 15.000 und im dritten Jahr muss dann das Unternehmen die sozusagen Festeinstellung garantieren. Das geht in besonderer Weise natürlich darum, hochqualifizierte Fachkräfte im Land Mecklenburg-Vorpommern zu binden und damit unterstützen wir auch die Forderungen des Mittelstandes, gerade bei Anschubfinanzierung behilflich zu sein, um eben auch Hochschulabsolventen und Hochschulabschlussabsolventen in den ersten beiden Jahren hier im Land zu halten. Wir haben natürlich weiterhin die regionalspezifischen Arbeitsmarktförderungen des Landes im Auge und wir werden im Herbst dann nochmal konkret in den Regionalbeiräten insgesamt die gesamten Pakete ganz spezifisch für die vier Regionen insgesamt dann auch vorstellen. Jetzt ging es darum, dafür zu sorgen, dass wir einerseits dafür sorgen wollen, dass sich Arbeit lohnen soll, dass also wer arbeitet auch mehr netto hat, dass wir andererseits Langzeitarbeitslosen die Chance geben, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Wir wollen die Wirtschaft stärken, wir wollen die Fachkräftesicherung auf den Weg bringen und von daher glauben wir, dass das erste wichtige Schritte sind, um im Land Mecklenburg-Vorpommern eine weitere Erhöhung der Beschäftigung, eine bessere Bezahlung auf den Weg zu bringen und dass eben auch viele, die hier studieren oder Ausbildung genießen, im Land bleiben und sich für Mecklenburg-Vorpommern als Land zum Leben und zum Arbeiten entscheiden. Das wär's. Gut, vielen Dank, Herr Minister Glawe. Machen wir gleich weiter. Frau Kuppmann, bitteschön. Ja, lieber Herr Minister Glawe, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt schon viele Zahlen verdauen müssen. Jetzt bekommen Sie von mir auch noch ein paar. Jetzt geht's richtig los. Herr Minister Glawe hat ja viele Aspekte angesprochen, unter anderem ja auch die Fachkräftesicherung der Unternehmen. Das ist ja auch hier in der Region ein sehr greifbares Thema. Und es gilt mehr denn je, alle Potenziale der Menschen auch auszunutzen. Was meine ich damit? Wenn wir uns mal allein die Arbeitslosen angucken, dann haben 46% der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Hier schlummert wertvolles Potenzial. Die Jobcenter und Arbeitsagenturen hier in Mecklenburg-Vorpommern setzen alles dran, Menschen zu qualifizieren. Ich habe die Leitlinie für Mecklenburg-Vorpommern für dieses Jahr ausgegeben. Qualifizierung kennt keine Altersgrenze. Also auch wenn jemand 50 ist oder 55 ist, und wir sehen eine Chance, mit einer Qualifizierung in den Arbeitsmarkt zu kommen und derjenige traut sich das zu, dann qualifizieren wir. Wir haben jetzt in der ersten Jahreshälfte 5.000 Arbeitslosen diese Chance gegeben. Die Hälfte davon hier in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen. Und da machen wir natürlich weiter. Das ist eine Steigerung von über 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ich finde es sehr gut, dass das Land gesagt hat, die regionalspezifische Förderung wird intensiviert, denn es gibt natürlich Strukturdiskrepanzen zwischen den östlichen Landkreisen und den westlichen. Ich mache es mal deutlich am Beispiel der älteren Arbeitslosen.
Nicht nur die Bevölkerung wird älter, sondern die Arbeitslosen natürlich auch. Und jeder vierte Arbeitslose in Mecklenburg-Vorpommern ist über 55 Jahre. Und wenn ich mir nur mal zwei Arbeitsagenturbezirke angucke, einmal die Mecklenburgische Seenplatte, da ist der Anteil der Älteren über 55 schon bei 27%. In Schwerin zum Beispiel nur, auch hoch, aber nur 24%. Da haben wir uns gesagt, wir machen ein spezielles Projekt in Vorpommern-Greifswald und in der Mecklenburgischen Seenplatte. Das heißt, Silber ist Gold. Was meine ich damit? Klar, der eine oder andere von Ihnen hat auch schon einen etwas graueren Haarschopf. Ja, wir haben einfach seit 2015 machen wir ein Projekt. Da haben wir 9 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Die kümmern sich um Ältere über 55, weil wir den Unternehmen sagen, sie suchen Fachkräfte. Wir haben welche, wir qualifizieren welche und vor allen Dingen haben wir wertvolle ältere Arbeitslose, die durchaus noch den Sprung in den Arbeitsmarkt machen können. Was haben wir geschafft seit 2015? 2000 Menschen über 55 haben wir hier in den ansässigen Betrieben in der Region Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald in den Arbeitsmarkt gebracht. Und das zeigt, es geht eine ganze Menge hier. Und wie wichtig es auch ist, das Erfahrungswissen dieser älteren Menschen zu nutzen, darauf setzen wir und das wollen wir auch fortsetzen. Und Herr Minister Glaber hat zu Recht gesagt, wir haben gerade hier im östlichen Bereich nach wie vor ein Thema bei der strukturell verfestigten Arbeitslosigkeit. Und hier mal ein Modell zu machen, das machen wir ja gemeinsam, Jobcenter und Land, zu sagen, wir wollen nicht irgendwas machen auf dem zweiten Arbeitsmarkt, sondern eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stellen wir uns vor. Für einen besonders betroffenen Kreis von Langzeitarbeitslosen müssen wir erstmal gucken, wie es geht. Wir stellen uns Arbeitsplätze vor, die können im Garten- und Landschaftsbau liegen, die können im Bereich Tourismus liegen, da sind wir völlig offen. Wenn Unternehmen sagen, ja, wir geben auch mal betroffeneren Arbeitslosen hier eine Chance, dann werden wir sie finanziell deutlich unterstützen und somit eine Brücke bauen in den ersten Arbeitsmarkt. Wir wollen einfach zeigen, dass es geht und ich habe Ihnen ja am Projekt der 55-Jährigen und Älteren gezeigt, dass wir hier noch jede Menge Möglichkeiten haben. Abschließend Flüchtlinge. Also Herr Minister Glaber hat ja das Thema Joblotsen angesprochen. Wir sagen, und deswegen sind wir auch auf die Joblotsen gekommen, wir können hier auch gerade die kleinen Betriebe nicht alleine lassen. Die sind häufig überfordert, wenn jemand kommt, der noch nicht so gut Deutsch kann, wo man noch nicht so genau weiß, was kann denn derjenige. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen einen Begleiter an die Seite. Sie müssen sich das vorstellen, so vorstellen, allein in den nächsten Monaten kommen 3.500 Flüchtlinge aus Deutschkursen hier auf den Arbeitsmarkt. Und wie gesagt, wir brauchen die Unternehmen händeringend, dass Chancen in Richtung Arbeit und Ausbildung gegeben werden. Aber wir lassen die Unternehmen nicht alleine, sowohl was die Betreuung anbelangt, als auch natürlich, wir zahlen auch Lohnkostenzuschüsse, das, was Sie kennen. Da engagieren wir uns weiter. Aber da wollen wir gemeinsam was richtig Gutes hinkriegen, eine richtig gute Integration. Und darauf setzen wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kuckmann. Das Wort hat jetzt Herr Matsch. Ja, vielen Dank. Sie haben mitbekommen und in aller Munde ist, dass die gute Konjunktur und die gute Entwicklung der einzelnen Unternehmen natürlich auch die Nachfrage nach Fachkräften steigert. Das Maßnahmenpaket, was der Wirtschaftsminister vorgestellt hat, plus die Maßnahmen der BA, sind kein Feuerwerk, auch wenn es eine ganze Menge ist. Ein Feuerwerk wäre schnell abgebrannt, sondern sind Maßnahmen, die sowohl die Fachkräfteengpässe lösen und beheben können, als auch diejenigen in Arbeit bringen, die eben an der Konjunktur und der konjunkturellen Entwicklung noch nicht so teilhaben konnten. Das ist ein dickes Brett, was da gebohrt wird. Insbesondere Arbeitslose, wir haben es gehört, die über 55 sind, die schlecht qualifiziert sind, brauchen also eine besondere Zuwendung. Der Vorteil der Situation aus unserer Sicht ist, dass im Moment durch die gute konjunkturelle Lage auch die Bundesagentur mehr Möglichkeiten hat als vorher. Ich denke mal, dem könnt ihr zustimmen und da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, sich gerade Langzeitarbeitslosen intensiver zuzuwenden. Das Instrument Bürgerarbeit dürfte für Sie keine Überraschung sein, dass wir da ein wenig skeptisch hingeguckt haben, Herr Minister, und alles, was sozusagen ein wenig nach ABM und öffentlichen Beschäftigungssektor aussieht, da wissen Sie, dass wir da eine eindeutige Haltung dazu haben, dass das eher skeptisch und kritisch gesehen wird. Nur, wir befinden uns derzeit in einer
Phase des Arbeitsmarktes und der konjunkturellen Entwicklung und der Fachkräfteentwicklung, die uns eine Neubetrachtung auch der Förderung von Arbeitslosen ermöglicht. Und diese Neubetrachtung heißt, wir sollten alle Möglichkeiten, alle Wege zumindest probieren, die dazu führen könnten, auch Langzeitarbeitslose, auch die mit den berühmten multiplen Vermittlungshemmnissen, schrittweise in Arbeit zu bringen. Der Ansatz, den Sie mit der Bürgerarbeit gewählt haben, ist ja nicht ein Schlaglicht, sondern ist etwas, was über 2-3 Jahre wirken soll. Wir sind als Arbeitgeber gespannt, wie die Unternehmen dieses Angebot aufgreifen, gerade die gewerblichen Unternehmen, ob das sozusagen tatsächlich in nachhaltige Beschäftigung mündet. Wir werden uns dann in entsprechenden Abständen darüber austauschen, wie wirkungsvoll diese Maßnahme sein wird. Die regionspezifische Ausrichtung der Arbeitsmarktmaßnahmen ist auch aus unserer Sicht wichtig. Sie haben das dargestellt, dass wir tatsächlich Rückgänge, massive Rückgänge an Arbeitslosigkeit haben, aber die sind nicht überall gleich. Also starker Rückgang in Westmecklenburg und viel weniger, also immer noch die Arbeitslosenrate zwischen 9% und 10% in Vorpommern und Ostmecklenburg. Also braucht es dort differenzierte Ansätze. Dazu ist die Stärkung der Regionalbeiräte wichtig, weil das sind die Leute, die tatsächlich mit ihrem Einfluss die Projekte auswählen, die meiste Wirkung in den Regionen entfalten und über Strukturentwicklungsmaßnahmen und Integrationsmaßnahmen und weitere Dinge dort direkt in der Region was leisten können. Und was wichtig ist, dass bei diesen ganzen Maßnahmen die Sozialpartner ein gewichtiges Wort mitreden. Herr Minister, auch diese Konferenz hier, auch dieses Pressegespräch zeigt, dass Sie darauf Wert legen. Wir legen darauf genauso viel Wert, gemeinsam mit den Gewerkschaften mitzureden, unsere Ansichten zu den einzelnen Maßnahmen einzubringen und dann entsprechend auch die Erfahrungen, die wir mit diesen Instrumenten sammeln, auszutauschen. So viel erstmal. Vielen Dank, Herr Martins. Und das Wort an Ja, auf den ersten Blick scheinen ja die Arbeitsmarktzahlen wirklich beeindruckend in den Keller zu rauschen und niemand von uns liegt trotzdem der Versuchung, jetzt zu prognostizieren, dass wir irgendwann, wenn die Fallraten so blieben, dass dann irgendwann in 2022 dann die Langzeitarbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern sich wie von selbst in Luft aufgelöst hätte. Wir haben gewisse Skepsis, was die Arbeitsmarktzahlen, insbesondere auch die Langzeitarbeitslosenzahlen, was das betrifft. Also diese 26.000, die wir da im Moment jetzt in der Statistik auf der Uhr haben, wenn man sich die sehr genau anguckt, die demografischen Effekte dabei berücksichtigt, insbesondere auch die Beschreibungen, die ja vorgeschrieben sind, wie Langzeitarbeitslosigkeit definiert ist, dann gehen wir eher davon aus, dass die reale Langzeitarbeitslosigkeit noch annähernd doppelt so groß ist wie die offizielle. Und auf die regionalen Unterschiede in der Arbeitslosensituation hat Herr Matschitz eben schon verwiesen. Ich will aber trotzdem sagen für den DGB, dass wir nicht nur die heutige Veranstaltung unterstützen, sondern den Ansatz des Wirtschafts- und Arbeitsministers, Arbeitsmarktpolitik zukünftig entsprechend der tatsächlichen Situation noch stärker zu regionalisieren, ausdrücklich unterstützen. Wir haben uns ja auch, im Wesentlichen sind das ja auch ESF-finanzierte Dinge, die das Land hier macht. Wir haben uns schon immer sehr früh als Sozialpartner für eine starke Regionalisierung für die Regionalbeiräte eingesetzt, weil wir auch wissen, dass Arbeitslosigkeit ja viele Gesichter und viele Ursachen hat. Da gibt es dann Ursachen, die nicht selbst verschuldet sind, wie meinetwegen strukturpolitische Probleme wie eine Werftenkrise oder dergleichen. Und dann gibt es auch Ursachen, die einfach allein auch nicht überwindbar sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dann auch solche Modelle, die öffentliche geförderte Beschäftigung sind, dass wir die dann auch ermöglichen, auch wenn wir da vielleicht in der Vergangenheit Konflikte hatten, die wir vor ein paar Jahren nicht so zu Ende diskutiert hätten. Für uns ist auch der entscheidende Punkt die Fachkräftesituation für die Wirtschaft. Wenn Sie sich die Zahlen der Landesplanung angucken, dann gehen wir alle gemeinsam davon aus, dass Mecklenburg-Vorpommern nochmal bis 2030 257.000 Erwerbspersonen weniger haben wird. Also alle denken immer, die Demografie ist jetzt 257.000 Erwerbspersonen weniger.
das allgemein Gefühl, der allgemein gefühlte Befund ist ja der, dass die demografische 257.000 weniger Erwerbspersonen, das sind Menschen von 16 bis 65 bis 2030, richtig. Der allgemein gefühlte Befund ist ja eher der, dass jetzt die schrecklichen 90er Jahre vorbei sind und die Demografie, jetzt kommen wir wieder ein paar Babys und so, irgendwie zu Ende geht. In Wirklichkeit, aufgrund der Alterszusammensetzung der Erwerbspersonen Mecklenburg-Vorpommern, werden wir also bis 2030 nochmal einen Rückgang der Erwerbspersonen um genau 25% erleben. Und deshalb ist also unser gemeinsamer Job hier, Landesregierung, Sozialpartner, Arbeitsverwaltung, Jobcenter, Kommunen, wir müssen dafür sorgen, dass wirklich dieser uralte Spruch, keiner da verloren geht, wirklich, dass der sich umsetzt. Wir müssen also dafür sorgen, dass Bildungschancen, auch die Sozialisation von Kindern, wir wollen zum Beispiel die Sozialpartner gemeinsam auch dazu beitragen, dass kein Kind mehr in einem reinen Harzhaushalt aufwächst, wo beide Elternteile praktisch auf die Hilfen angewiesen sind. Wir wollen die Motivation, auch die Remotivation von Erwerbslosen voranbringen. Wir sehen auch bei der Lehrstellensituation, die hat der Minister angesprochen, aber obwohl die auf den ersten Blick auch so exzellent aussieht für den Ausbildungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir im letzten Jahr nochmal gut 1600 Leute in Übergangsmaßnahmen geschickt. Die sind also nicht von nach der Schule in Ausbildung gemündet, sondern hatten erhebliche Hilfen nötig. Und dann haben wir nach wie vor das Problem Lohnkeller. Mecklenburg-Vorpommern und deshalb muss es unser Ziel hier sein, auch über vernünftige Tarifabschlüsse, über das Fachkräftebündnis, dass jede Schulabgängerin, jeder Schulabgänger und jede Fachkraft, arbeitslos oder im Erwerbsleben, den Standort Mecklenburg-Vorpommern für sich als hochattraktiv betrachtet. Das ist der Punkt. Und das jetzt für die Regionen wie Vorpommern, Seenplatte, auch andere Bereiche in Mecklenburg, zu unterstützen. Dazu gehören also drei Dinge aus unserer Sicht. Das eine ist, für mehr unbefristete, sozialversicherungspflichtige, auch tariflich gebundene Arbeitsplätze zu sorgen. Da gibt es in der Koalitionsvereinbarung auch starke Zielsetzungen, die wir ausdrücklich unterstützen. Zweitens geht es darum, Arbeitsplätze zu halten. Deshalb unterstützen wir ausdrücklich auch das, was es an Quali-Initiative jetzt für die Werften und Zulieferer gibt, klar. Und drittens geht es eben darum, in der Arbeitsmarktpolitik so akzentuiert und zielgenau wie möglich aufzutreten. Und da will ich zum Abschluss sagen, welche Probleme ich da durchaus auch sehe. Das eine ist natürlich, wenn man Differenzierung will, aber an die Förderkonditionen gebunden ist, dann wird das an einzelnen Stellen, wie beispielsweise jetzt bei der GRW-Förderung, nicht zu wirklichen Differenzierungen kommen können aufgrund der Fördertechnik. Zweitens muss man sich sehr genau überlegen, ob der Punkt, wir legen für diese Bereiche die Förderintensität auf 80% hoch, also verbessern den Zugang, erleichtern den Zugang zu den Fördermitteln. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass wir das, was wir wollen, in diesen Regionen einen besonderen Akzent setzen, ein Stück unterlaufen, weil wenn ich nur 20% Eigenmittel bringen muss, dann ist das Gesamtvolumen natürlich geringer, als wenn ich jetzt ein höheres Eigenvolumen oder Eigenmittel fordern würde. Und letztendlich will ich noch sagen, wir werden die strukturpolitischen Dinge, die dann auf dem Arbeitsmarkt positiv wie negativ einschlagen, dann nicht über regionalisierte Arbeitsmarktpolitik alleine hinkriegen. Wenn wir versuchen, Arbeitsplätze meinetwegen im Thema Digitalisierung in der Fläche zu unterstützen, dann setzt das natürlich voraus, dass dann die entsprechenden Netze überhaupt vorhanden sind. Oder wenn wir Arbeitnehmermobilität fördern, setzt das voraus, dass es vielleicht sowas wie ÖPNV noch gibt. Und deshalb sind wir hier alle aufgefordert und auch gezwungen, und so sind wir auch im Fachkräftebündnis aufgestellt, dass wir über alle Bänke hinweg, auch mit den anderen Häusern, an dieser Stelle diese Förderpolitik sehr gut abstimmen und dann wird es auch zu vernünftigen Effekten kommen und dann wird auch die Arbeitslosigkeit weiter sinken. Soweit von mir der kleine Beitrag. Vielen Dank, Herr Schüler. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Bitte schön. Ich würde mich mal konkret interessieren, in welchen Bereichen Sie denn so Möglichkeiten besonders, auch die Nachfrage besonders groß ist,
Flüchtlinge und auch Langzeitarbeitslose unterzubringen. Welche Bereiche? Ist kurz angesprochen und wir wissen es nicht. Also, der Minister hat es angesprochen. Wir sehen auch große Chancen für diese Menschen im Lager-Logistikbereich, Stichwort Berufskraftfahrer. Da haben wir so ein bisschen Blaupause in Schleswig-Holstein. Da haben wir mit dem Logistikverband schon Absprachen und sind dabei, schon einige Flüchtlinge zu qualifizieren. Und das wollen wir natürlich gerne auch hier in Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Wir fördern ja vom Grundsatz her sowieso in der Region auch die Menschen mit Führerschein, weil aufgrund der Verkehrsinfrastruktur ist es ja nicht ganz einfach, den einen oder anderen Arbeitsplatz zu erreichen. Aber auch darüber hinaus ist der Bedarf in der Logistikbranche einfach groß. Mit dem Punkt Berufskraftfahrer, das ist ein boomender Bereich. Ich muss nicht sagen, also, dass das Internet natürlich Folgewirkungen hat, nicht nur bei DSL, sondern auch noch bei anderen. Und der Bedarf eigentlich unermesslich ist. Und da haben wir uns überlegt, das wäre doch auch ein gutes Standbein hier für uns. Und das Interesse auch bei den Flüchtlingen ist da, gerne auch diesen Beruf zu ergreifen. Das muss ja immer auf beiden Seiten da sein. Wir wollen es einfach versuchen. Und die Aufnahmebereitschaft der Branche ist da, das hat Herr Minister Glawe ja auch gesagt. Aber wir haben natürlich auch im Hotel- und Gaststättenbereich schon viele Einstiegsmöglichkeiten hier geschaffen, beziehungsweise sind geschaffen worden. Das ist der Reinigungsbereich. Also es ist klassisch erstmal natürlich oftmals der Einstieg in den un- und angelernten Bereich, aber wir wollen qualifizieren. Wenn das Unternehmen sagt und auch der Flüchtling, jetzt sind wir soweit und jetzt können wir auch, ich sag mal an Abschlüsse denken, an Zertifizierung denken, die Mittel stehen bereit, hier zu fördern, hier zu unterstützen, denn wir wollen letztlich natürlich Fachkräfte. Und darauf arbeiten wir hin. Aber erstmal muss natürlich der Schritt in den Arbeitsmarkt gemacht werden. Wir wollen diese Menschen ja nicht in der Arbeitslosigkeit halten, ne? Und daran arbeiten wir und nutzen auch alle Praktikumsangebote, die im Augenblick da sind in der Wirtschaft, um dieses zu realisieren. Und ich kann die Unternehmen verstehen, dass die sagen, wir wollen auch erstmal die Menschen kennenlernen. Deswegen gibt es ja auch Praktika, ne? Das ist der erste Schritt und der zweite Schritt, so wie ich es eben beschrieben habe. Und bei den jungen Menschen, bei denen eine Ausbildung in Betracht kommt, da kommen ja jetzt auch aus den DAZ-Klassen, aus den Berufsschulen einige auf den Ausbildungsmarkt. Auch da unterstützen wir alles, damit diese Menschen jetzt in der Ausbildung Fuß fassen. Aber man muss realistisch sein, die kommen in der Regel mit B1 dann jetzt aus der Schule. Man braucht für die Prüfung, für den Ausbildungsberuf Sprachniveau B2. Und deswegen sagen wir, und das ist auch, da sind wir uns mit den Kammern auch einig, erstmal das Langzeitpraktikum, Einstiegsqualifizierung, dabei auch weiter Deutsch lernen und dann den Sprung in die Ausbildung. Also realistisch ist, dass der größere Anteil der Flüchtlinge, die hier bleiben und für die eine Ausbildung in Betracht kommt, im nächsten Jahr in die Ausbildung gehen. Jetzt gehen sie erstmal ins Langzeitpraktikum. Das Entscheidende ist, dass Sie am Arbeitsplatz Deutsch lernen zu den jeweiligen Möglichkeiten, die der Beruf hergibt. Das ist ja da ein Problem, was wir festgestellt haben, dass die allgemeinen Deutschkenntnisse im Praktikum dann vertieft werden, um dann eine Lehre zu beginnen oder eben dann den Berufsfahrer zu werden. Oder eben bei den Langzeitarbeitslosen, die wir auch im Auge haben, da sollen die Unternehmen auch Leute einstellen können. Das ist ja die Öffnung. Und es ist für dieses Programm auch vorgesehen, dass man zum Beispiel auch Gemeindearbeiter in den Kommunen, in den kleineren Gemeinden, größere Verbünde erzeugt, sodass eben die BA finanziert. Wir geben einen Zuschuss als Land und die Kommunen müssen natürlich auch einen gewissen Eigenanteil bringen. Wir fahren dieses Programm deswegen auch an in diesem Jahr, weil wir die Anschubfinanzierung macht, sozusagen die macht Frau Kuppmann, also und wir geben den Zuschuss und dann haben die Gemeinden im nächsten Jahr die Möglichkeit, in den Haushalten dann ihre Dinge dann auch zu platzieren, sodass dann also auch die Beschäftigung in den Kommunen möglich wird. Andererseits geht es auch darum, Vereine und Verbände in gewisser Weise zu unterstützen, weil da ja auch oftmals Dinge sind, die jetzt in den letzten Jahren ein bisschen runtergefallen sind und da wird auch ein gewisses Beschäftigungspotenzial gesehen. Insgesamt denke ich, ist es ein ausgewogenes Programm, das geht neue Wege und es führt am Ende zu einer Beschäftigung. Früher war es bei SRM immer so, dass nach 3 Jahren 98% aller SRM-Maßnahmen nicht dazu geführt haben, dass der Eintritt auf den ersten Arbeitsmarkt gesichert ist. Und heute ist es so,
Wer so eine Stelle bekommt, der soll dann auch im dritten Jahr die Gewissheit haben, dass im Unternehmen oder bei den Kommunen oder bei Vereinen weiterbeschäftigt wird. Das kriegt nur derjenige den Zuschlag, der das auch garantiert. Wir wollen also einen lückenlosen Übergang von A nach B haben. Und wenn abgebrochen wird, passiert ja manchmal auch, dann wird die Maßnahme sozusagen durch einen zweiten ersetzt und fortgeführt. Zum Thema Flüchtlinge würde ich noch ergänzen, dass die zurückliegenden 1,5 Jahre gezeigt haben, dass wir da einen sehr langen Atem brauchen, was die Fachkräfte betrifft. Circa ein Viertel der Zugewanderten sind über Helferniveau. Insofern sind die Ansätze, die jetzt gefahren werden, quasi in Bereichen, wo un- und angelernte Personen schnell reinkommen, genau die richtigen, um tatsächlich die ersten Lücken zu füllen. Aber es geht nichts an einer Ausbildung vorbei, gerade für die jungen Leute. Und hier geht es darum, die Ausbildungsbereitschaft erstmal zu entwickeln. Sie wissen auch, dass viele junge Leute, die im Ausbildungsalter wären, eher schnell Job anstreben, auch um die Familie in der Heimat sozusagen mit Geld zu versorgen, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Das wird ein ganz dickes Brett, was wir da vorhin haben, gemeinsam mit den Unternehmen dafür zu sorgen, dass Ausbildung auch für junge Flüchtlinge attraktiv ist und dass wir dort Möglichkeiten haben, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, zum Beispiel über das Kooperationsmodell, also schrittweise in Ausbildung reinzuführen. Das ist ein guter Ansatz, den wir auch durchaus mehr als den der Burgerbranche sozusagen empfehlen. Aber es gibt im Prinzip dort Überlegungen, in verschiedenen Branchen das auch anzugehen. Hintergrund muss aber sein, dass es dazu ein Ausbildungsbild gibt, was modularisierbar ist, was sozusagen in Stufen geteilt werden kann, um quasi häppchenweise eine Ausbildung dort anzubieten, neben der klassischen durchgängigen konstitutiven Ausbildung. Gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Bitte schön. Herr Minister, Sie haben gesagt, also es wird nur der gefördert, der deutlich macht, dass er das auch will. Das gilt für die Unternehmen oder für beide Seiten? Es gibt ja eine Profiling-Phase davor. Da wird geguckt, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. hat derjenige. Mhm. Und wenn man da die Prognose hat, es lohnt sich, der ist motiviert und der will, dann kriegt derjenige den Zuschlag. Mhm. Und dann kann es trotzdem immer sein, dass mal abgebrochen wird. Und dann wird das aber durch eine wird die Maßnahme nicht beendet, sondern die wird dann durch eine andere Person fortgeführt. Aber können die Unternehmen, die solche Leute aufnehmen, können die dann verpflichtet werden, die am Ende der Naja, Jahre die haben? Unternehmen machen sich genau ein Bild von der jeweiligen Person, die vorher sozusagen die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die werden ja ermittelt. Und dann entscheidet der Unternehmer, ob er ihn einstellt oder nicht. Also bei der Finanzierung, die wir ja in dem Teil leisten, gibt es ja eine Nachbeschäftigungspflicht. Also wenn ich jemanden über Lohnkostenzuschüsse einen bestimmten Zeitraum fördere, muss ich denselben Zeitraum diesen Menschen auch dann weiter beschäftigen. Das heißt, wenn in dem Zeitpunkt abgebrochen wird, dann wird auch zurückgezahlt. Ja? Und das finde ich auch richtig, denn das sind Versichertengelder oder Steuergelder und das geht auch nicht anders. Deswegen wollen wir es auch weiter fortführen. Genau, wir wollen das ja auch zum Erfolg führen. Also wir machen es ja, weil wir positiv davon überzeugt sind, dass wir genau, hier einen richtig guten Aufsatz haben. Genau. Eine Frage hätte ich noch zu der Rolle der Joblotsen. Wie soll sich das praktisch gestalten? Also praktisch gestaltet sich das so, dass je nachdem, sicherlich wird ein Jobcenter wie Rostock oder Schwerin, wo mehr Flüchtlinge sind, dann den einen oder anderen Joblotsen mehr haben. Da müssen wir ganz genau gucken, das werden wir ja noch miteinander besprechen. Aber die sind angesetzt in den Jobcentern und dann, wie gesagt, werden sie die Arbeitsplätze akquirieren, sie werden mit den Unternehmen sprechen, sie werden den Flüchtling begleiten, sie werden dann am Arbeitsplatz gucken, welche in Anführungszeichen Defizite sind da, müssen wir noch mit Deutsch nachfördern und hier verstärken. Dann werden sie gucken, wir wollen ja das, was ein Flüchtling mit
bringt, an beruflichen Kenntnissen für den Arbeitsmarkt sichtbar machen. Also wird der Joblotse gucken, wie kommen wir schnell zum Beispiel mit der örtlichen Kammer zusammen zu einer Kompetenzfeststellung, damit wir jetzt mal gucken, wie viel kann der denn aus dem Friseurhandwerk? Beherrscht er das Herrenfach? Kann er schon Teil vom Damenfach? Damit wir natürlich auch möglichst schnell sehen. Bei mir wäre das einfach. Damit wir auch möglichst schnell sehen, was muss noch dazu gelernt werden, um auch einen Abschluss zu machen. Denn wie gesagt, unser Ziel ist schon, Herr Matschens hat recht, wir brauchen langen Atem und das hört sich jetzt so einfach an, da werden wir auch noch durchs Kiesbett gehen, sage ich immer. Das sind die Fachkräfte von übermorgen, aber es lohnt sich. Ja? Und das wird der Joblotse, da kann sich ein kleiner Arbeitgeber gar nicht drum kümmern, der hat gar nicht die personelle Ressource. Da braucht es jemanden, der ihnen das abnimmt und dann sagt, ich spreche mit der Kammer, ich kümmere mich drum, ich gucke auch, wie weiter unterstützt wird. Manchmal ist es denn so, mittendrin wird eine neue Wohnung gesucht, weil vielleicht die Familie größer geworden ist. Da sagt der Arbeitgeber, ich kann das nicht, wie soll ich mich darum auch noch kümmern? Und das macht der Joblotse. Also ein sehr breites Spektrum, wo man ganz individuell gucken muss, sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Flüchtling, was wird gebraucht. Also der Joblotse. Ein Mann für alle Lebenslagen, könnte man sagen. Oder eine Frau. Oder eine Frau. Man muss jetzt mal nicht aussuchen. Also es geht ja darum, praktische Dinge vorzubereiten, die Gespräche mit dem Unternehmen zu führen, andererseits die Gespräche mit der Verwaltung zu führen oder auch persönliche Probleme, die der Flüchtling hat. Jeder soll der Joblose natürlich auch entgegennehmen, um sozusagen eine Vertiefung jetzt, ein höheres Vertrauen zu entwickeln, was ja teilweise jetzt nicht so aufgebaut wird. Das wollen wir damit erreichen. Und dafür stellt das Land diese Finanzmittel zur Verfügung und diese 22 Joblotsen plus weitere 4, 5. Also für die Regionalbereiche noch und einer sitzt bei uns dann noch im Wirtschaftsministerium. Eine Frage noch, Herr Sommer, weil die Zeit ist schon ein bisschen. Ja, wir sind schon. Ist auch ganz kurz. Das hören dann Sie dann Ihre Rede da rein. Schon am Vortrag. Wir sind hier schon für die Zeit. Ja, die holen Sie rein. Ich rede dann einfach nicht. Herr Sommer. Dann müssen wir Sie dann im Kontinental die Frage, wann geht das noch los und welche Ansiedlungen sind denn für diese Region, was haben Sie in der Brüssel dabei, auf was könnte oder über was wird verhandelt? Also Kontinental geht in diesem Jahr noch los. Wir werden demnächst eine öffentliche Veranstaltung haben und da werden wir dann auch den Förderbescheid übergeben. Der Termin war eigentlich vorgesehen bei Investor MV in Greifswald. Das hat leider dadurch nicht funktioniert, weil gerade da Vorstände und Aufsichtsräte getagt haben. Dadurch konnten wir Kontinental nicht herholen. Aber das wird in naher Zukunft stattfinden. Also ich denke noch, ich hoffe noch vor meinem Urlaub. Also im August. Aber da würden wir Sie rechtzeitig informieren. Über die Gespräche, die so stattfinden, bitte um Verständnis, ich nenne hier keinen Namen, mit wem wir noch sprechen. Aber das kriegen wir auch rechtzeitig mit. Also es sind mehrere Anbieter noch geplant. Branchen. In welcher Branche? Verarbeitendes Gewerbe wird sein. Es geht weiter im Bereich Medizintechnik, Biomedizin und ja, und dann machen wir eine Standortoffensive. Die habe ich schon verkauft. Also das fürs Pommern-Dreieck und für Paderborn kommt obendrauf, sodass wir diese beiden Standorte exorbitant vermarkten wollen im In- und Ausland. Vielen Dank. Herr Böll, möchte noch Herrn Lahm kurz im Interview, das machen wir noch hier. Nicht nur Herrn Lahm. Ja, klar.